zwischen hohen und weitläufigen Zimmern, in deren einem einst auf Stroh, das man ihr unterschüttete, eine alte, kranke Frau, die sich bettelnd vor der Tür eingefunden hatte, von der Hausfrau aus Mitleiden gerettet worden war. Der Marchese, der bei der Rückkehr von der Jagd zufällig in das Zimmer trat, wo er seine Büchse abzusetzen pflegte, befahl der Frau unwillig aus dem Winkel, in welchem sie lag, aufzustehen und sich hinter dem Ofen zu verfügen. Die Frau, da sie sich erhob, rutschte mit der Krücke auf dem glatten Boden aus und beschädigte sich auf eine gefährliche Weise das Kreuz. Dergestalt, dass sie zwar noch mit unsäglicher Mühe aufstand und quer, wie es ihr vorgeschrieben war, über das Zimmer ging, unter dem Ofen aber unter Stöhnen und Ächzen niedersank und verschied. Im Augenblick der Mitternacht lässt sich das entsetzliche Geräusch wieder hören. Jemand, den kein Mensch mit Augen sehen kann, hebt sich auf Krücken im Zimmerwinkel empor und hört das Stroh, das unter ihm rauscht, und mit dem ersten Schritt, tap, tap, erlacht der Hund, hebt sich plötzlich die Ohrenspitzen vom Boden empor und knurren und bellen, gerade als ob ein Mensch auf ihn eingeschritten käme, rückwärts gegen den Ofen weichte aus. Der Marchese, von Entsetzen überreizt, hatte eine Kerze genommen und dasselbe überall mit Holz getäfelt, wie es war, an allen vier Ecken, müde seines Lebens, angesteckt.